Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Project Wingman. Das soll hier kein Let's Play werden, sondern lediglich ein Video, in dem wir mal reinschauen, was das Spiel eigentlich ist und was es zu bieten hat. Ich bin auf das Spiel gekommen und zwar durch das deutsche EliteDangerous.de Forum. Da hatte das jemand gepostet und zwar ist das aktuell ein Kickstarter-Spiel. Keine Angst, man muss dafür nichts bezahlen, um das spielen zu können, denn rechts oben sehen wir die Kickstarter-Demo. Die kann sich jeder runterladen. Wir gehen mal ganz kurz auf deren Seite drauf. Zack, da sind wir nämlich schon. Der Wing dazu ist in der Videobeschreibung. Einfach drauf gehen und da könnt ihr euch so ein bisschen durchgucken, um was es sich da handelt. Erkläre ich gleich nochmal. Und hier dann auf Download und dann startet die ca. 1 GB große Demo. Geht recht schnell mit dem Runterladen. Einfach entpacken, starten, fertig. Funktioniert hervorragend. So, Project Wingman geht in die Richtung von... Wer es noch kennt, von Ace Combat, frühere Playstation-Spiele. Weiß nicht, ob es davon auch mittlerweile ein paar vielleicht auf PC gibt. Keine Ahnung, die goldenen Zeiten von Ace Combat sind, glaube ich, schon lange vorbei. Aber dieses Spiel erinnert nicht nur mich, sondern auch viele andere genau daran und wie geil die früher waren. Ja, und ich habe es jetzt schon mal eine Weile gespielt und bin auch schon ganz gut reingekommen. Man kann das mit Maus und Tastatur spielen. Ich habe jetzt leider keinen Ho-Tast da, um das zu testen, ob das auch damit geht. Ich vermute mal schon. Und ich spiele es allerdings jetzt mal mit dem Xbox One Pad. Das funktioniert ganz gut. Da gibt es voreingestellte Einstellungen. Und genau. Das hier wäre das Hauptmenü erstmal. Wir sehen die Kampagne. Die ist natürlich noch under construction. Da wird noch dran gearbeitet. Auch ein anderer, der Modus Conquest. Das ist halt immer noch eine Alpha, nicht vergessen. Aber als Demo finde ich die schon mal unglaublich gut. Wir werden gleich im Spiel sehen, warum. Die Settings, auch da könnt ihr schon einiges machen. Hier die Controls, da könnt ihr selber alles Mögliche nochmal belegen und angucken. Wie gesagt, ich vermute mal, da funktionieren wahrscheinlich auch ein paar Hotas. Keine Ahnung, ich habe da nicht großartig rumgeguckt. Habe bloß ein kleines bisschen was für das Xbox Pad geändert. Und dann ging das relativ gut bei mir von der Hand. Videooption, ich kann das Spiel leider, ich kann es nur im Borderless Full HD, mit Borderless Full HD Auflösung zocken. Ich kann leider weder auf 1440 noch auf 4K Auflösung hochgehen und ja, weiß ich nicht, da hat das Spiel ganz komische Farben. Irgendwie klappt das nicht so ganz, keine Ahnung. Naja gut, jedenfalls auch so sieht es wunderprächtig aus. Ihr könnt das FPS Cap bis ins Unendliche treiben, wenn das euer Rechner mitmacht. Ich habe es jetzt einfach mal auf 60 beschränkt, mein Monitor macht sowieso nicht mehr mit. Und hier oben können wir noch die Resolution erhöhen, die hatte ich dann ein bisschen erhöht, weil halt ne, die Auflösung nicht höher ging. Ist vollkommen in Ordnung. Na, auch hier unten die Grafik ist alles schon sehr, sehr krass gewählt, also mehr ist eigentlich einfach nicht möglich. Und es sieht wirklich verdammt gut aus, muss man sagen, es sieht jetzt schon sehr gut aus. Das Anti-Aliasing könnte noch ein bisschen besser sein. Mit höherer Auflösung wäre es das auch. Vielleicht kann man das über einen Nvidia-Treiber noch erzwingen. In meinem Fall ein Nvidia-Treiber müsste funktionieren. Ich werde euch auch gleich mal, ich mache jetzt einfach mal, damit ihr seht oder vielleicht gucken könnt, wie läuft es bei mir, wie läuft es bei euch. Hier ist eine GTX 1080 drin, eine G1 Gaming, ein i7 7700K. Und 32 GB Arbeitsspeicher ist auf einer SSD installiert bzw. entpackt das Spiel und läuft sehr flüssig mit locker die 60 Frames, die ich haben möchte. Mit denen läuft es mit komplett hohen Grafikeinstellungen. Das funktioniert sehr gut. So, rechts unten sehen wir mal kurz die Frames. Ich mache die jetzt einfach mal ein, ich schalte die nachher wieder aus. Und das sehen wir dann gleich, wenn wir dann im Flieger sitzen. Ja, die Szenarios, da gibt es drei verschiedene. Also das sind noch nicht die Jenigen, sondern erstmal die Auswahl der Schwierigkeit. Wir nehmen einfach mal Easy, um es zu zeigen. Ja, und dann können wir Chain Link, Clear Skies oder Operation Blackout wählen. Ich nehme mal die erste, die kann ich ganz gut. Das hat vorhin schon ganz gut funktioniert. Und dann können wir auch schon eins von drei Flugzeugen auswählen. Also man darf hier auf keinen Fall eine Simulation erwarten. Erwarte das nicht. Ja, das ist vielleicht eher noch eine Mischung oder eher Richtung arcadige Steuerung und Flugverhalten. Aber es macht Spaß. Ne? Wie gesagt, wer Ace Combat früher geliebt hat, wird auch das hier lieben. Schon die Demo ist saugeil. So, jedenfalls drei verschiedene Flugzeuge. Ich persönlich kenne mich nicht so wahnsinnig mit Kriegsmaschinen aus. Schon gar nicht mit den ganzen Flugzeugen und Raketen, was es so gibt. Aber das Spiel erklärt einem natürlich ein bisschen was. Man hat dann auch hier die verschiedenen Statistiken der Schiffe. Beziehungsweise die Attribute oder
wofür die gut sind. Das wäre halt ein Schiff, ne? Air to Ground. Also wenn ich da Bodenziele ausschalten sollte, dann hätten wir Air to Air mehr für den Luftkampf. Und das hier wäre dann eher eine Maschine, die halt so ein bisschen von beiden alles beherrscht irgendwie. Die bin ich jetzt auch immer geflogen. Ich weiß nicht, ob wir die mal probieren wollen. Nicht, dass ich mich mit der doof anstelle. Ich nehme trotzdem mal die. Ihr kennt sie ja noch nicht. So, die FE-18. Dann können wir noch auswählen. Ein paar Raketen. So, da sehen wir dann auch direkt runter, was die machen. Entweder ihr nehmt gar keine mit. Ihr könnt zweimal auswählen, zumindest bei dem Schiff. MT, also Leerstatten. STDM, Standardrakete. Multilock Air-to-Air-Missile. Oder SAA, Semi-Active Air-to-Air-Missile. Die finde ich ganz gut. Die hatte ich vorhin genommen. Ich zeige die einfach mal. Und dann hatte ich noch diese MLAG oder MLAG oder wie man das nennt. Die Experten unter euch wissen da wahrscheinlich mehr Bescheid. Kann man dann auch noch dran bauen. Nehmen wir auch mal mit. Und das war schon. Dann geht's los. Also macht schon mal einen ganz guten Eindruck. Und wirklich, es haut mich immer noch ein bisschen um, wenn ich dann in der Luft bin. Wir schauen mal rein. Zack. Los geht's. Lädt ganz kurz. Und dann sind wir schon in der Luft unterwegs. Zeige ich euch bloß mal noch kurz die nächsten 1-2 Minuten die Frames unten, dass ihr seht, das funktioniert alles. Ja, da sind wir schon. Kurz nach dem Laden natürlich mal ganz kurz runtergegangen und da wären wir. Gibt verschiedene Perspektiven natürlich. So, Cockpit auch da. Aber ich fliege jetzt einfach mal so. Da sehen wir dann gleich noch ein bisschen mehr, wenn ich so ein bisschen mal ein paar Manöver versuche zu fliegen. Und wir können rechts unten, wir sehen erstmal links auf der Tragfläche den Speed, kann ich natürlich erhöhen und verringern, ganz klar. Rechts die Höhe und da hinten sehen wir schon die Ziele und ich kann ganz rechts verschiedene Waffengruppen wählen. Zumindest ist das auf dem Gamepad das Digi-Kreuz, mit dem ich da hin und her wechseln kann. So, da hätten wir direkt schon mal einen aus der Luft geholt. Da sind dann halt auch Missionen, zumindest hier die Szenarios, die schon mal echt ganz geil sind. Die nacheinander aufeinander aufbauen. Ah ne, das wird glaube ich nichts. Hab natürlich auch noch ein MG dran. Aber es fliegt sich so schon ganz gut. Ich müsste es noch ein bisschen genauer auf meine Bedürfnisse abstimmen, weil da einiges nicht so ist, wie ich es gern hätte. So, einer war es noch. Zack, aber sieht schon ganz geil aus. Sieht wirklich fantastisch aus. Kann man nicht meckern. Und in höheren Auflösungen mit Sicherheit nochmal besser. Und hier schön durch die Wolken durch. Auch herrlich. Oh, der ist noch am Leben. So, Raketen haben wir von denen, glaube ich, unendlich viele mit. So, ich mache die Frames rechts unten wieder weg. Zack. Sieht einfach wirklich, wirklich geil aus. Ich kann da nicht meckern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Ding einfach mal richtig hochziehe, sehen wir da richtig die Windverwirbelung. Auch das sieht so unglaublich geil aus. Ich weiß gar nicht, ob da im Cockpit auch was von zu sehen ist. Wenn ich mich hier umschaue, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, haben wir mal Vollspeed gegeben. Genau, dann geht's weiter. Da hinten Bodengeschütze und natürlich auch welche in der Luft. Die müssten wir erstmal ausschalten. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich... Dafür habe ich die Raketen mit. Die sind auch ganz geil. Zack, und da düsen sie los. Ich weiß nicht, ob ich manuell irgendwelche anderen Ziele direkt auswählen kann. Oder wie das Spiel das handhabt. Das gibt mir halt immer erstmal jetzt ein Ziel vor, welches ich abschießen kann. Ich kann kein anderes locken, also auswählen. Zack, die nächsten drei los. Ich kann ja natürlich so auch abschießen, wenn ich gut bin. Ja, sehr gut. Na komm. Reicht das? Hat gereicht. Okay, super. So, dann hätte ich davon von diesen SAA noch welche mit. Die verhalten sich ein bisschen anders. Die sind ein bisschen... Träger habe ich die den Eindruck als die S, oh shit, STDM Raketen. So. Ja, erklären und fliegen und dann noch vielleicht mit am Smartphone rumspielen, das ist nicht so einfach. Nee, mache ich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. So. Holen wir mal die noch aus der Luft. Danach geht es nämlich noch weiter. Oh, hat nicht gereicht. Doch, da. Oh, geil. Wir fliegen auch nachher noch mal ein bisschen näher über den Boden lang. Weg mit dir. So, können wir direkt mal machen. Ja, die Weitsicht ist wunderbar. Die Wolkendecke, unglaublich geil, ey. Ich habe, also wie gesagt, wenn ich das im Forum bei uns nicht gelesen hätte, wäre ich überhaupt nicht drauf gestoßen. Bin da sehr dankbar für. Und es macht viel her, ey. Richtig geil.
richtig fett. Und auch so die Effekte, so der leichte Regen ringsrum. So, erstmal ein paar Panzer ausschalten. Oh shit, ey, fuck, da hat er mich getroffen. Verdammt nochmal. Das erinnert mich wirklich an Ace Combat. Es ist genau so wie früher, nur in neu und in besser. Ja, also ich komme wirklich nicht so schnell in Schwärmen für irgendwas. Aber die Demo, richtig geil, richtig fett. Ich denke mal, es gibt auch einen Knopf, dass ich zwischen den Zielen hin und her wechseln kann. Ja, ein bisschen Schub geben. Shit. Oh, hab die verkehrten Raketen drin. Die hier laden nämlich auch schneller nach. Schneller nach. So. Noch einer. Achtung, Rakete. Ausgewichen. Gott sei Dank. Ich wollte den noch treffen, bevor ich... Nice. Okay. Und jetzt haben wir da oben noch ganz große. Und wenn wir die erledigt haben, dann war's das. Riesenbomber. Ich weiß halt nicht, ob das hier wirklich alles echt ist oder ob es hier auch fiktive Sachen gibt, wie es damals bei Ace Combat der Fall war. Da sind noch fiese Geschütze dran. Achso, die kann ich bloß von oben. Ah, shit. Da kriege ich Schaden am Raumschiff. Am Raumschiff. Entschuldigt, falsches Spiel. Am Flugzeug. Das ist einfach so schön, ey. Es gefällt mir echt gut. Ja, auf alle Fälle, wer da Bock drauf hat, probiert es mal aus. Wie gesagt, kostet nichts. Die Demo runterladen, Gigabyte groß. Ich glaube, ich muss höher. Shit. Das kann auch echt schnell vorbei sein. Also einmal leicht natürlich ein anderes Flugzeug gerammt, dann war es hier ganz. Dann hat sich die Sache ganz schnell erledigt für einen. Die andere Schwierigkeitsgrade habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Also ich fand die Maus... Achtung, Rakete! Gott sei Dank. Die Maus- und Tastatursteuerung fand ich grausam. Wenn die Teile nachher abschmieren, sieht das richtig fett aus. Ich weiß nicht, ob wir dann noch ein anderes Szenario probieren wollen oder ob ihr euch das selber anschauen möchtet. Mir ist egal. Nein! Fuck! Ah, das meinte ich. Da war die Mission fast erledigt. Fast erledigt. Egal, ich habe es schon mal erledigt. Wir gehen mal zurück zum Hangar und wählen einfach mal ein anderes Szenario aus, was ich noch nicht kenne. Und wir können auch mal ein anderes... Nehmen wir mal das. SK-27. Small Unguided Bomb. Die kann ich dann nicht mehr wählen. Unguided Rocket Small. Nee, die sollen schon zielverfolgend sein. Wenn ich jetzt wüsste, um was geht's denn in der Mission? Ich schau noch mal ganz kurz rein. Halt. War zu weit. Achso, wir waren ja immer noch in der gleichen. Wir wollten ja eine andere machen. Anti-Air Mission? Facility Assault? Dann lass uns mal das machen. So, dann nehmen wir mal die SV-30 für. 37, entschuldigt. R2R, Anti-Defense-Missile. Multilock, genau. Okay, einmal R2 Ground. AAA steht für
R2R und AG für R2Ground. Okay, da muss ich auch erstmal wieder langsam reinkommen. Ewig nicht mehr solche Spiele gespielt. Hab's ein bisschen vermisst, wenn ich ehrlich bin. So. Mal schauen. Was uns hier erwartet, das kenne ich selber noch nicht. Vielleicht sogar eine andere Gegend. Oh ja. Ein Freund. Grüß dich. Können auch Untertitel einstellen. Wüste. Schön Speed drauf hier, die Kiste, ne? Will man nicht zu weit vorfliegen, ich lasse da meinen Kollegen den Vortritt. Okay, das Waldgebiet von vorn sah ein bisschen besser aus, wenn ich ehrlich bin. Erstmal R2R. Achso, das sind Freunde. So, die da. Jetzt wird mal wieder das da hinten angezeigt, aber ich würde... Okay. Ich hätte halt gerne das Ziel hier vorn genommen. Ich weiß nicht, wie ich... Huch, oder ist was anderes, wenn ich den linken Stick reindrücke? Ich weiß halt nicht, wie ich das Ziel vor mir auswählen kann, ne? Muss ich es halt so machen. So. Nice. Alle beide? Ne, nie im Leben. Nie im Leben. Wieder nachgeladen. Ich weiß gar nicht, welche Reichweite hier so ein Multigeschütz hat. Achso, das wird mir dann angezeigt. Wenn ich nah genug dran bin, kommt ja diese andere. Ich wollte nicht. Ja, dreh dich mal. Wo ist er hin? Da. Adios. Oh, gut ausgewichen. Komm schon. Adios. Nice. Oh, das sind aber viele Ziele. Ich habe ausgerechnet das genommen, ne? Hätte ich das andere Flugzeug vornehmen sollen. Na gut, so geht's auch ganz gut. Komm schon, Rakete. Oh, hat gereicht.
So, zum Panzer. Sind ja nur noch drei, oder? Ne, vier, fünf Ziele. Man kann auch die Karte groß machen. Da links unten sieht man das Missionsgebiet. Schon, jawoll. So, zwei nur noch. Frag mich, was meine Freunde die ganze Zeit machen. Bye bye. So, das dürfte es gewesen sein, wenn die sich nicht nochmal fortbewegen. Okay. Fein, geht's noch weiter? Ach Mist, ich habe auch die Standardraketen wieder mit. Ah, die hätte ich vorhin für die Flugzeuge nehmen sollen. Naja, gut, egal. Diplomat Hitman 2. Das ist wirklich viel Bodeneinsatz. Da habe ich eindeutig die falschen Waffen mit. Boah, 917, 930 Sachen. Alter. Da kommen auch wieder solche großen Flugzeuge. Vielleicht nicht so geil, direkt hier durchzufliegen, oder? Haben wir diese Abwehrmaßnahme genommen? Na, verdammt. Ja, ich würde gerne die davon auswählen, aber geht nicht. Geht bestimmt irgendwie, aber... Schon was los hier. Ist keine Rakete mehr. Doch, konnte ich, aber ich ziehe gerade wieder irgendwas anderes an. Hat die gesessen? Ja, Hit stand da. Mist, ich habe keine mehr. Ach komm, ey. Ich habe auch keine M-Lack mehr. Also für, ich weiß nicht, wie man das so direkt spricht, aber... Scheiße. Ich habe halt keine... kein Multigeschütz mehr und kein... keine Boden... Bodenraketen. Ja, Mist. Ui, 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 ui. Unser Schiff macht nicht mehr so lange mit. Weiß nicht, ob ich das noch durchkriege. Komm schon. Ui. Nein, wo soll ich denn jetzt hin? Da unten. Okay, kann ich auch die dafür nehmen, ja? Gut, soll mir recht sein. Man sieht die Raketen unten auf dem Radar, wo mal rot angeflitzt kommen, wenn sich da wieder eine nähert. Ja, die Ziele sind dann halt immer so, gerade so ein bisschen willkürlich, das ist ein bisschen doof. Zack. Passt schon, wenn wir es noch packen, einen nach dem anderen auszuschalten, dürften wir das ja wohl noch hinkriegen. Achso, dort. Bye, bye. Und die hier werden immer wieder nachgeladen. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder von denen hat man sehr viele mit, irgendwie so. Watchtower. Substation. Was? Lebt noch? Mhm.
Weiß nicht, ob man vorhin viel von der Musikuntermalung mitbekommen hat, aus dem ersten Szenario. Die ist jedenfalls auch richtig Bombe. Ach, nun komm. Wieder zurück zu der anderen. Oh, das ist doch nicht dein Ernst. Und nice. Wo geht's hin? Da unten. Den dürfte doch einreichen. Hangar. Kriegt mal zwei. Jawohl. Komm schon. Ja, nice. Über 1000 fliege ich gerade. Krass. Können wir auch mal noch ein bisschen so rumdüsen. So viel halte ich nämlich nicht mehr aus. Ich habe jetzt keine Anzeige hier oder sehe gerade keiner, wo ich sehe, wie viel Leben mein Raumschiff sozusagen noch hat oder wie viel ich noch aushalten kann. Es kommt ja immer die Warnung in der Mitte, die dann mal gelb, mal röter wird. Ich denke, daran kann man vielleicht erkennen, wann es vorbei ist und wann nicht. So, ich fliege ein bisschen lieber hier rum. Also, wenn es nicht gerade eine Simulation ist, dann lieber auch immer mal gerne in der Außenansicht. Kann sich das Ganze schöner angucken, vor allem die Effekte dazu noch. Ach Mist, hab ich die Waffen wieder gewechselt. Da switcht er dann manchmal auch durch die Ziele. Okay, super. Okay, ich ging daneben. Ah, verdammt. Schon hauen weg. Uff. Schon. Na, shit. Okay. So, Rakete von wo? Von direkt hinter mir. Schon. Ja, yeah, nice. Geil, da stürzt das Riesenvieh ab. Da geht's zu Boden. Mit Schatten und allem drum und dran. So, gibt's noch was zu tun? Ja, ein bisschen noch. Die anderen haben auch schon noch ein bisschen aufgeräumt, glaube ich. Da hinten, ist das das letzte? Sieht so, oh ne, da hinten war noch ein anderes. Gut, die sollten wir noch kaputt kriegen. So, 77 Raketen noch von der Sorte, also damit kommt man immer locker hin, ne? Wenn alles andere, alle Bonusraketen, die ich mir vorher rausgesucht habe, klar, alle sind, dann habe ich immer noch die hier. So, mal schauen, ob es dann noch eine Phase gibt. Ach so, ach, okay, das probieren wir gleich mal. Ich kann anscheinend auch der Rakete folgen, wenn ich länger auf dem Raketenknopf bleibe. Wenn ich die losgeschickt habe. Da! Ach geil. Haha! Mission complete! Ja! Super! War auch nicht schlecht. Die Umgebung in der Wüste passiert natürlich nicht so viel. Wolken eher auch rar. Schauen wir uns das andere nochmal an, ne? Würde ich mal sagen. Clear Sky.
If you can't, just use one of their planes. Ground forces, smash and grab anything worthwhile and await pickup by Circus. Let's not overstay our welcome. This is the Circus, we're coming in. So, ab nach Hause. Gleich wird der Bildschirm schwarz und dann war's das mit der Mission. Schön gemacht, finde ich super. Da sehen wir dann nochmal die ganze Killliste, was wir alles so erledigt haben. War eine ganze Menge, gibt anscheinend auch Punkte dafür. Total Score 8100, geht auf alle Fälle besser. So. Komm, dann nehmen wir auch noch das dritte mit. Auch nochmal easy, Clear Sky. Könnt ihr gerne die anderen Schwierigkeitsgrade durchprobieren, werde ich mit Sicherheit auch nochmal probieren, wenn man sich so ein bisschen reingefuchst hat. Ach komm, dann nehmen wir jetzt den mal. Und los geht's. Mal gucken, ob das eventuell noch eine dritte andere Umgebung ist. Oh ja. Oh ja, hier ist es ja richtig bergig. Okay, cool. Jetzt schaue ich aber mal ganz kurz noch nach. Entschuldigt, hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Aber ihr könnt ja vorspulen, ein, zwei Minuten vielleicht. Key Bindings. Change Kamera? Nee. Change Target. Hier. Gamepad. Face Up. Button. Bitte was? Pass mal auf, dann nehme ich mal den. Super, super. Da dürften keine, genau, da liegen keine Raketen drauf. Und vielleicht kann ich dann so die Ziele wechseln, wenn nicht, dann nehme ich nochmal ein anderes. Ja, so kann ich wechseln. Okay, da kommt dann zwar auch Empty Weapon. Kann ich auch ausschalten, weil ich da unten gerade keine drin habe. Moment. Mach mal ganz schnell. Down. So, das hier, Weapon 4. Haben wir nicht drin. Weg damit. Super. Okay, klasse. So, vielleicht erwischen wir gleich alle vier. Oh. Hat ja super funktioniert. So, jetzt kann ich auch die Ziele auswählen. Nice. Oh, komm. Boah, das sieht wieder fett aus. Alter Schwede. Wirklich gut gemacht bis hierhin. So ist vielleicht auch nicht schlecht, das hat echt eine super Übersicht. Haha, er lebt noch. Mir selber die Kickstarter-Seite noch mal genauer angucken. Also so eine VR-Version wäre natürlich auch ganz geil, ne? So, mal probieren. Ich schleiche mich mal so ein bisschen von hinten an die ran. Vielleicht komme ich da mit meinem Multi-R2R-Missile. Ja, wahrscheinlich ja nicht, okay. Ich komme schon wenigstens ein oder so. Okay, den haben wir erwischt. Den nicht. Das war zu nah dran. Weiter. Ach halt, nee, da ist noch einer. Ach komm.
Okay, da sind jetzt schon die anderen. Ne, komm. Nehme ich direkt einen anderen. Da oben. So, vier. Vier reichen. Gar nicht, wo ist denn oben, wo ist denn unten? Das ist unten. Okay. Man kann sich immer automatisch wieder ausrichten lassen. Noch Gegner? Tauchen noch mehr auf. So, zwei für jeden von euch. Komm schon. Der andere. Ah, daneben. Wo sind die anderen? Shit. Okay, Gegner auswählen nach unten auf dem Digipad ist auch nicht so pralle. Okay, super. Nice. Geil, das ist ja fett mit der Verfolgung. Das gefällt mir gut. Zack. Auf den anderen Schwierigkeitsgraden ist es mit Sicherheit nicht so einfach, dass man die auch, wenn die Gegner seitlich von einem wegfliegen, mit der jetzt, dass man die dann noch trifft. Ich denke mal, da muss man sich wirklich deutlich besser positionieren, damit man... dort noch eine bessere Chance hat, überhaupt die Gegner zu treffen. Aber die sind ganz gut, diese Standardraketen. Na. Okay, einer noch. Ach nee, doch noch mehr. Diese Multi-R2R, die haben eine deutlich höhere Reichweite. Ich glaube nicht, dass das was wird. Boah, geil. Doch. Schade, dafür sind sie alle. Dürften reichen, oder? Jo. So, was haben wir noch? Da hinten kommen noch mal ein paar. Ganz schön hoch, ne? Fast 30.000 Fuß waren das. Ich gehe mal davon aus, dass die Höhenanzeige in Fuß stattfindet. Shut down. Ah, shit. Good zone, good zone.
So. Okay, einer nur noch. Okay, weiter geht's. All enemy fighters shut down. Good work, Hitman team. Hang on. Looks like they haven't given up this airspace quite yet. We've detected a pair of advanced enemy fighters entering the airspace. Shoot down the enemy and don't let them regain airspace control. Angriff von unten. Da, wo uns niemand sieht. Wen haben wir denn da? Nicht getroffen, verdammt. Nice. So, einer noch. Ich wollte es mir nochmal anschauen. Den Gegner verhöhnen. Was ist das denn? HVT? Hä? Wie? Was? Wie? Das ist ein ganz schneller Flitzer, ne? Kann das sein? Mist, die brauche ich. Will sich einfach nicht abschießen lassen. Okay, dann halt nicht. Komm schon, schlag ein. Das sieht gut aus. Na, zu schnell. Ui, okay, hat getroffen, aber hält eine ganze Menge aus. Komm schon. Komm schon. Ach, verdammt. Ach, okay, jetzt habe ich ihn getroffen, muss aber noch kurz der anderen Rakete ausweichen. Okay. Einer hat gesessen wenigstens. Ziehen rum, rumziehen. Ah. Zu langsam. Nein, noch nicht. Komm schon. Noch ein bisschen. Jetzt. Ah. Nochmal Abstand gewinnen. Ja. Ich glaube, das war's. Ja, Mission complete. Oh, war das gerade ein Blitz? Okay, das war's. Super. Jo. Fein. Gut, ja, das war's von mir. Wollte euch das bloß mal zeigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Wie gesagt, runterladen, 1 GB groß, rucki-zucki ist das erledigt. Und kostenlos erstmal die Demo zocken. Macht euch selber einen Eindruck. Mir gefällt es sehr, sehr gut und ich behalte das Projekt auf jeden Fall im Auge und bin gespannt, was danach kommt.
Und freue mich drauf, wenn es irgendwann mal komplett rauskommt, mit einer schönen Kampagne vielleicht und vielleicht sogar so ein paar Dinge, die damals Ace komplett auch gemacht hat, auch dann so futuristische Schiffe oder irgendwas in der Richtung. Ich bin mal gespannt, lasst mich überraschen, danke mich bei euch und ja, auf Wiedersehen. Ciao.